Das Thema heute Abend ist das Geschenk Gottes an seine Gemeinde. Nach dem Sündenfall gab es eine Trennung zwischen Mensch und Gott, denn die Sünde trennt. Und seitdem versuchen wir, Kontakt zu machen mit irgendeinem da draußen. Und die Menschheit sucht und sucht und sucht, ob da nicht vielleicht Mitgefährten sind irgendwo in diesem Weltall. Wir haben so viele Instrumente da oben im Raum. Wir haben die besten Hörgeräte, um zu hören, ob jemand vielleicht mit uns sprechen möchte. Newsweek 1983, 31. Januar schreibt, die wirkliche Hoffnung, the real hope, ist nicht nur, um irgendeinen Bericht von da draußen aufzunehmen, aber um eine Botschaft zu hören für diese Erde oder für das ganze Universum. Gibt es irgendjemand da draußen, der eine Botschaft für uns hat? Gibt es irgendjemand da draußen, der vielleicht eine Botschaft hat für das ganze Universum? US News and World Report vom gleichen Jahr schreibt, wenn jemand versucht, mit uns in Verbindung zu treten, wir sind bereit zu hören. Ist komisch, ich denke, jemand hat schon seit Anfang an versucht, mit uns in Verbindung zu treten und fast keiner will hören. Denn das, was sie hören, wollen sie nicht hören. Sie wollen was anderes hören. Sie wollen hören, wie großartig sie sind, wie technologisch entwickelt sie sind, wie nah sie sind an dem, was sie glauben, sie eigentlich sein sollten. Da draußen in dem All, wer weiß, wie viele Planeten da sind, wer weiß, wie viele Lebewesen da sind. Heute gibt es einen Film nach dem anderen, ein Video nach dem anderen, ein Spielzeug nach dem anderen, wo alles, was da draußen im All ist, gruselig ist, grässlich aussieht, nur Gewalt, Mord, Totschlag. Und wir brauchen, wir die Menschen, wir sind die Guten, wir werden irgendwie im All schon überleben und vielleicht noch anderen auch noch helfen. Genau das Umgekehrte ist die Wahrheit. Wir sind die Sünder und da draußen im All sind da die Wesen, die geschaffen sind, die ohne Sünden sind. Die Engel zum Beispiel, die Söhne Gottes sangen zusammen, als diese Welt geschaffen wurde. Der erste Kosmonaut, der oben im Weltall war, der russische Kosmonaut, hat gesagt, da war kein Gott hier, wir haben ihn nie gesehen. Also man hat gedacht, vielleicht irgendwo ist da doch was zu sehen. Die ganze Geschichte des Sündenfalls fängt an mit Adam und Eva und somit ist die Kommunikation zwischen Gott und Mensch aufgehoben worden. Und dann, als sie sündigten, haben sie sich versteckt, denn haben sie plötzlich gemerkt, dass das Kleid der Gerechtigkeit weg war. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, und er wandelte im Garten, im Kühlen des Tages oder in dem Wind, in der Luft. Und Adam und seine Frau versteckten sich. Und sie versteckten sich in dem Garten zwischen den Pflanzen, denn sie schämten sich. Jesaja 59, Vers 2 sagt, eure Abtrünnigkeit, eure Bosheit, eure Iniquity, Anomia, das, was gegen das Gesetz ist, eure Gesetzlosigkeit hat euch getrennt von mir, hat eine Trennung verursacht zwischen euch und mir, sagt Gott. Eure Sünden haben mein Gesicht von euch verborgen. Also die Trennung von allem, was da draußen war und ist, kommt wegen der Sünde. Vorher hatten wir freien Zugang zu allen geschaffenen Wesen und mit Gott zu kommunizieren. Das beste Geschenk der Kommunikation zwischen Himmel und Erde kam durch Jesus Christus. Jesus Christus war der Prophet der Propheten, aber vor ihm schon hat er durch seine Propheten kommuniziert mit der Menschheit und hat sie auf dem Laufenden gehalten von wie und was in der Geschichte passieren würde, wie sie sich verhalten sollten, wann sie verkehrt waren,
was sie tun sollten, wenn sie auf dem richtigen Weg waren. Immer hat er die Kommunikation offen gehalten. Durch seinen Tod ist es möglich, um diese Verbindung wiederherzustellen. Vor dem Tod am Kreuz war es das Versprechen, dass er kommen würde. Nach dem Tod am Kreuz ist es die Tatsache, dass er gekommen ist. Nur durch Jesus Christus ist es möglich, dass die Verbindung wiederhergestellt wird. Aber er kommuniziert mit uns durch seine Propheten, wovon er selber der größte Prophet war, denn er war der Prophet der Propheten. Er war der Urheber aller Prophetie. In Amos 3, Vers 7 steht geschrieben, der Herr, unser Gott, wird sicherlich nichts tun, ohne dass er es seinen Dienern, den Propheten, offenbart. Also, Gott wird alles offenbaren, was wir nötig haben, um das ewige Leben zu erreichen, durch seine Diener, die Propheten. Und diese Propheten, die waren noch nie sehr geliebt. Sie waren noch nie gewollt. Immer, wenn ein Prophet kam, hat man sich aufgelehnt gegen diesen Prophet. Selten liest man, dass das Volk den Propheten akzeptiert hat. Und meist, wenn sie ihn akzeptiert haben, waren es Heidenvölker. Ninive, da ging ein Prophet hin, der wollte auch nicht hin, dieser Prophet, aber da hat sich die ganze Stadt und der König haben sich bekehrt. Aber das Volk Gottes, die haben die Propheten gesteinigt, sie haben sie herabgelassen in Wasserbehältern, Stauplätze, sie haben sie gesteinigt, sie haben sie geschlagen, sie haben sie auseinandergesägt bei lebendigem Leibe, den armen Jeremia, und sie haben mit den Propheten nichts zu tun haben wollen. Warum? Weil die Propheten ihnen immer wieder zeigten, dieser Weg, auf dem ihr seid, das ist ein Holzweg. Zurück auf den besseren Pfad, der endgültig das Ziel erreicht. Der Pfad der Selbstverlöhnung, dass man das eigene Ich nicht so aufpauscht, sondern eher etwas anderes akzeptiert, die Gerechtigkeit Jesu Christi. Und die Propheten waren immer stillere Menschen, zurückgezogene Menschen, denn sie wollten nicht mit der Sünde etwas zu tun haben, aber sie waren Menschen, die mit dem Volk kommunizierten, sie redeten mit Königen, sie redeten mit wichtigen Persönlichkeiten und sie waren Menschen, wie wir alle sind, Menschen mit Sünde, aber sie hatten einen Charakter, dass sie das gerne wollten, was auf dem schmalen Pfad war, denn das führt zum Leben. Und die Gerechtigkeit Gottes ist so eine schöne Gerechtigkeit. Sein Charakter ist so herrlich, dass selbst Engel, wenn sie ihn sehen, die Augen bedecken. Ich habe immer früher geglaubt, als ich sogar noch kurz nachdem ich Christ wurde, immer gedacht, wieso will Gott, dass jeder so vor ihm niederfällt? Das ist gar nicht unbedingt der Fall. Was der Fall ist, dass Gott, sein Charakter ist so schön, so herrlich, dass wenn man ihn sieht, tut man das automatisch. Denn so eine Schönheit ist kaum zu beschreiben. Und die Propheten wurden unterrichtet durch Gott, und er gebrauchte die Propheten, um die Botschaft weiterzuführen. Das Volk damals hat gesagt, schon zu Sinai, bitte, wir wollen nicht, dass Gott mit uns allen redet. Wir halten das nicht aus, wir haben zu viel Angst davor. Wähle einen und rede dann mit uns. Und somit hat Gott durch Propheten kommuniziert mit den Menschen. 2. Petrus 1, Vers 21 sagt, denn die Prophetie kam von alther nicht durch den Willen des Menschen. Also Prophetie ist nicht etwas, was aus der Person selber herauskommt, sondern heilige Männer, das heißt Männer, die bereit waren, diesen Weg zu gehen mit Gott, sprachen, so wie der Heilige Geist sie führte, bewegte. Mit anderen Worten,
Das sind nicht eigene Gedanken, das sind Gedanken Gottes, die übertragen wurden, aber in ihren eigenen Worten. Einer der großen Propheten vor der Sintflut war Noah, und Noah predigte. Er predigte und er predigte über 100 Jahre lang. Predigte und predigte, und genau so ging es ihm wie auch dem Propheten danach. Die Menschheit hat geglaubt, er hat eine Macke, er ist ein bisschen bekloppt geworden. Und dann baut er noch ein Schiff, wo es keinen Regen gibt, also jetzt ist er ganz durchgedreht. Und keiner wollte glauben, dass irgendwann mal ein Gericht kommt. Wieso soll es heute anders sein? Es ist sogar vorhergesagt, dass es genau so sein würde. Jesus sagt, wie es war zur Zeit Noah, so wird es sein am Ende der Zeiten. Mit anderen Worten, die Propheten, die warnen, dass irgendwann mal ein Gericht kommt, die werden nicht akzeptiert werden, denn diese Botschaft ist ja nicht angenehm. Wir wollen doch weitermachen, wie wir wollen. Und außerdem, wir sind ja nicht so böse und so schlecht, behaupten viele. Als ich noch nicht Christ war, als ich Atheist war, habe ich oft gedacht, ich bin doch nicht so schlecht. Ich gebe den Armen Geld und wenn sie Hunger haben, gebe ich ihnen zu essen. Ich ermorde keinen, ich stehle nicht und. Ich konnte es alles aufzählen. Und wenn man dann nachher mal sieht, wie Gott einen sieht, dann ist das ein ganz, ganz anderes Bild. Man will also nicht hören von einem Gericht. Man möchte sich nicht einem Gott unterstellen. Und damit ist es viel einfacher zu sagen, dass der Knecht Gottes, der Prophet, der hat ein Problem. Der ist lächerlich oder was auch immer. Als Jeremia prophezeite, dass der König sich übergeben musste, dass er nicht siegen konnte gegen Babylon, da hat der König gesagt, du spinnt doch. Hier, wir sind das Volk Gottes. Und schau mal, was hat Gott in der Vergangenheit alles gemacht. Das ist doch ein falscher Prophet, der hier sagt, ich muss mich übergeben. Und dann hat man ihn verurteilt, die Schriftrollen verbrannt, ihn geprügelt, was man auch alles mit ihm gemacht hat. Es ist nicht angenehm, immer diese Botschaften, die den Charakter ansprechen, anzunehmen. Im Numeri 12, Vers 6, das ist 4. Mose, wenn ein Prophet unter euch ist, dann will ich, der Herr, mich an ihm bekanntstellen machen durch Visionen und durch Träume. Und ich werde mit ihm sprechen durch Träume. Also ein Prophet kann entweder eine Vision haben oder er hat einen Traum. Jetzt eine Vision ist etwas, wo ein Prophet in einem veränderten Zustand ist, damit er etwas sieht, was der normale Mensch nicht sieht. Eine Erscheinung ist nicht eine Vision. Also wenn da jetzt hier jemand vor mir erscheinen würde, das wäre nicht eine Vision, das wäre eine Erscheinung. Eine Vision ist ein veränderter Zustand, in dem der Prophet geführt wird und in dem ihm etwas gezeigt wird, was Gott ihm übermitteln möchte. Oder er kann diese Information durch einen Traum bekommen. Der Prophet Daniel hatte beides. Der hatte Visionen und er hatte Träume. Beides ist biblisch. Also Prophetie, was heißt das? Ein Prophet ist jemand, der den Willen Gottes kommuniziert. Also der den Willen Gottes überträgt an den Menschen. So one who communicates God's will to man. Es ist jemand, der einen Traum oder eine Vision bekommt. Und dieser Traum und diese Vision müssen übereinstimmen mit den göttlichen Kriterien. Also da sind bestimmte Eigenschaften, die erfüllt werden müssen, vor dem man weiß, dass das überhaupt von Gott ist. Denn es werden falsche Propheten kommen, es werden falsche Visionen kommen. Wie unterscheidet man, was ist von Gott und was ist von der anderen Seite? Was ist von Dämonen? Und dann, diese Kriterien müssen alle zutreffen auf den Prophet.
Das Wort Prophetie gilt auch für Predigen. Denn Predigen ist das Wort Gottes kommunizieren. Aber das, ein Prediger ist nicht einer, der Visionen bekommt. Also ein Prophet Gottes ist jemand, der Visionen und Träume bekommt als Information für das Volk Gottes. Das Wort Prophetie in der Bibel wird auch gebraucht für Predigen. Ich möchte, dass alle prophezeien, sagt Paulus im Korintherbrief. Ich möchte, dass alle das Wort Gottes verbreiten. Da geht es nicht um einen Propheten, der eine bestimmte Vision bekommt. Also die Kriterien, die wir haben müssen und die alle zutreffen müssen, sind sehr, sehr wichtig. Wenn wir unterscheiden wollen von zwischen was ist ein wahrer Prophet und was ist ein falscher Prophet. Jesaja 8, Vers 20 haben wir eines dieser Kriterien. Zum Gesetz und zum Zeugnis, wenn sie nicht hiernach reden, ist es, weil sie kein Licht haben. Und das Wort, was da gebraucht wird, ist nicht erst die Morgenröte. Gar kein Licht, totale Dunkelheit. Also das, was der Prophet sagt, muss immer in Harmonie sein mit der Schrift und es muss in Harmonie sein mit dem Pentateuch und den 10 Geboten. Sonst ist es nicht von Gott. Also eine wahre prophetische Botschaft muss in vollständiger Harmonie sein mit dem Wort Gottes und mit dem Gesetz Gottes. Jetzt einige Prophetien könnten damit übereinstimmen, aber möglicherweise auch nicht. Und man muss nicht, kann nicht nur ein Beispiel gebrauchen, wir brauchen alle Kriterien zusammen. Eine zweite Kriterie ist, dass der wahre Prophet, wenn er etwas vorhersagt, dann muss es auch geschehen, sonst war es nicht von Gott. Jetzt so alleine ist das ein ganz schwieriges Kriterium, denn einige Prophetien können ja erst in sehr langer Zeit in Erfüllung gehen. Zum Beispiel die Prophetie, dass die Stadt Tyrus ins Meer geschmissen würde, hat ein paar hundert Jahre gedauert, bis die in Erfüllung ging. Und dann kann man nicht behaupten, weil es nicht sofort passierte, dass das ein falscher Prophet war. Ezekiel hatte das vorhergesagt. Also eine Prophetie muss wahr werden, wenn es von Gott ist. Jeremia 28, Vers 9, wenn das Wort des Propheten eintrifft, wenn es passiert, dann wisst ihr wissen, dass dieser Prophet von Gott war. Wiederum ganz wichtig, dieses Kriterium muss mit all den anderen übereinstimmen. Denn es gibt auch falsche Propheten, die das Wahre sagen können. Wir können Propheten nehmen wie, naja, wen ihr wollt, der Nostradamus. Nostradamus hat vieles prophezeit. Und vieles, einiges oder was auch immer, ist auch eingetroffen. Wir müssen wissen, der Gegner, der kennt ja auch die Geschichte. Er weiß ja auch, wo es hinführt. Er kennt ja auch das Wort Gottes. Er kann ja auch Propheten zitieren. Also er muss ja wissen, dass irgendwann Dinge geschehen werden. Es werden Erdbeben sein, es wird dies sein, es wird jenes sein. Aber am Ende, wenn man wirklich da durchsucht, dann findet man, dass es nicht übereinstimmt mit den anderen Kriterien. Er muss auch nach dem Wort Gottes leben, zum Beispiel. Und Nostradamus hat seine Prophezeiungen unter Heroin, unter Drogen bekommen. Na, da hat man schon Probleme mit einigen Kriterien, die wir noch sehen werden. So nur weil etwas wahr wird, heißt noch lange nicht, dass das ein Prophet Gottes ist. Es muss nach dem Gesetz und dem Zeugnis sein, es muss wahr werden. Drittens, der wahre Prophet unterrichtet die Gemeinde Gottes. Und das ist sehr wichtig. Ich glaube nicht, Nostradamus war sehr bekümmert über die Gemeinde Gottes. Und von denen auch nicht. Und was auch immer. Counseling and advising in religious matters. Er hat Informationen gegeben über
religiöse Angelegenheiten. 1. Korinther 14, 3, 4, und der prophezeit, redet zur Ausbildung, zur Erkenntnis, zur Aufbauung und zur Comfort ist, Trösten. Gut ist das, richtig, ja, Trösten. Und der prophezeit, unterrichtet die Gemeinde, die Kirche. Mit anderen Worten, der Prophet ist dafür das Volk Gottes und ist nicht immer verständlich für die, die außen sind. Also das Volk Gottes wird unterrichtet durch den Prophet. Ein ganz wichtiges Kriterium. Lukas 1, Vers 76 und 77 haben wir das Beispiel von Johannes dem Täufer. Und du, Kind, wirst genannt werden ein Prophet des Allerhöchsten. Du wirst gehen vor dem Angesicht des Herrn und den Weg vorbereiten. Du wirst Wissen und Kenntnis verbreiten über Erlösung und seinem Volk unterrichten über Sünden und wie Sünden vergeben werden. Das ist so eine Kurzzusammenfassung von der Aufgabe eines Propheten. Ein Prophet ist christozentrisch. Ein Prophet redet über Erlösung. Ein Prophet ist nicht da nur für allgemeine Dinge, er ist da zum Aufbauen der Gemeinde. Ein Prophet kann auch Dinge sagen, die einzelne Personen in der Gemeinde zur Aufbauung dienen oder zur Zurechtweisung. Aber immer wieder, um das Volk Gottes auf dem richtigen Weg zu halten. Das ist, wozu der Prophet da ist. Viertens. Der wahre Prophet wird Jesus Christus als Sohn Gottes und Erlöser der Menschheit aufheben. Das ist seine Aufgabe. 1. Johannes 4, 1 und 2. Beloved, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, aber versuche die Geister. Schau, ob es wirklich von Gott ist oder nicht, ob sie von Gott sind oder nicht. Denn viele falschen Propheten werden in die Welt hineingehen. Jeder Geist, der zugibt, der bestätigt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, ist von Gott. Jetzt hier liegt eine Wucht in diesem Satz. Das ist unglaublich. Warum, müssen wir uns fragen, ist Jesus Christus im Fleisch gekommen? Warum? Er ist gekommen, um zu sterben. Wofür? Für unsere Sünden. Also Jesus Christus ist gekommen, um zu sterben für unsere Sünden. Wer ist unser einziger Erlöser nach der Bibel? Jesus Christus. Wenn eine Macht jetzt kommt und sagt, also, das ist nicht gut genug, ihr müsst hierher kommen, um diese Sünden vergeben zu bekommen. Und später, wenn ihr gestorben seid, auch die Sünden, die vergeben sind, sind nicht vollkommen vergeben. Da muss noch was weggebrannt werden. Und wir hier unten, wir können euch helfen, dass das passiert. Ihr könnt uns was zahlen, ihr könnt eine Messe lesen lassen oder was auch immer. Dann geht das schon besser mit der Sündenvergebung. Ist das nicht eine Macht, die sagt, Christus ist nicht im Fleisch gekommen? Wenn man leugnet, dass das Opfer, das vollständige Opfer der Erlösung ist, dann gehört man zum Antichristen. Hier liegt eine Wucht. Erlösung durch Jesus Christus und Jesus Christus alleine. Eine halbe Erlösung, eine Dreiviertelerlösung, eine Neunzehntelerlösung, nein. Eine hundertprozentige Erlösung. Und es macht nichts, wo man ist auf diesem Lebensweg der Heiligung. Die Erlösung bleibt vollständig in Jesus Christus. Bis dass ich wähle, dass ich sie nicht mehr haben möchte und lieber den anderen Weg gehen möchte. Ich kann mich wenden von Gott. Ich kann sagen, okay, ich will das nicht mehr. Und dann zwingt er mich nicht. Das Gleichnis, wo
Jesus erzählt von den Arbeitern in seinem Weingarten. Den einen hat er am Anfang an die Arbeit gesetzt und gesagt, gut, komm, wir unterhandeln, was ist dein Verdienst? Und dann haben sie einen Preis aufgemacht, okay, du verdienst so und so viel. Und dann hat er nachher um der Mittagszeit noch jemand angestellt und nachher noch. Und dann kurz vor Pause hat er noch ein paar gesehen und gesagt, ja, was wollt ihr denn? Was steht ihr hier draußen rum? Niemand hat uns angestellt, komm in meinen Weingarten. Und dann kam Pause und jeder hat wie viel vom Lohn bekommen? Alles. Und die Ersten haben gesagt, oh, was ist denn hier los? Wir haben den ganzen Tag hier geschuftet. Die kommen 2 Minuten vor Pause hier an und die verdienen das Gleiche. Ist doch nicht fair. Meine Schwiegermutter sagt das. Meine Schwiegermutter sagt von der Bibel, da möchte sie nichts haben, denn das ist so eine dumme Geschichte. Dieser Gott ist so unfair. Der verdient jetzt das Gleiche wie der Erste. Ist nicht fair. Der hat ja viel mehr gearbeitet. Wir verstehen das Evangelium nicht. Das Evangelium ist Erlösung in Jesus Christus. Wir waren tot und wir haben das ewige Leben. Der Lohn der Sünde ist was? Tod. Und was ist der Lohn der Gerechtigkeit? Das ewige Leben. Ich kann nicht ein halbes ewige Leben haben. Ich kann nicht ein Viertel ewiges Leben haben. Ich kann nicht ein Zehntel ewiges Leben haben. Entweder alles oder gar nichts. Also der Lohn ist der gleiche. Jesus Christus ist im Fleisch gekommen. Er ist der vollständige, einzige Erlöser. Punkt. Irgendein anderes Evangelium der Reinkarnation, der Teilserlösung ohne dem System und. Alles, was es da draußen gibt, ist nicht von Gott, ist von unten. Also ein wahrer Prophet muss diese Eigenschaft gen Himmel hochheben. Es gibt nur sola gratia, so bist du erlöst und nicht anders. Und dann noch ein Kriterium. Ein wahrer Prophet wird durch sein Leben zeigen, dass er von Gott ist. Mit anderen Worten, durch seine Werke wird man ihn kennen. Denn Glauben ohne Werke ist tot. An ihren Früchten werdet ihr sie kennen. Ein guter Baum trägt keine schlechten Früchte und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte tragen. Matthäus 7, Vers 16 und 18. Also wenn einer behauptet, er ist ein Prophet und nimmt Drogen, dann hat man schon seine Probleme, wenn er das nötig hat, um seine Prophezeiungen überhaupt zu machen. Wie gesagt, der Prophet der Propheten war Jesus Christus. Und wenn wir ihn studieren, das außerdem müssten wir unser ganzes Lebensziel machen. Wir müssten reflektieren auf dem Lebensweg Jesus. Wenn wir da studieren, was hat er gemacht, dann können wir uns viel Leid sparen. In jeder Situation. Soll ich hier reingehen in das Gebäude, soll ich nicht reingehen? Was hätte Jesus gemacht? Wäre er hier reingegangen? Sagen wir mal, es ist eine Kneipe. Wäre er hier reingegangen zum Saufen? Ganz bestimmt nicht. Wäre er da reingegangen, um jemand zu helfen, der vielleicht Hilfe nötig hat? Ich glaube, ja. Also, es kommt drauf an, was hätte Jesus gemacht? Er hätte nie mitgesündigt. Also, was war das Werk eines Propheten? Da kann man Jesus studieren und dann wird man immer die besten Antworten bekommen. Lukas 24, Vers 27. Jesus lehrte, er erklärte ihnen, er unterrichtete sie in all der Schrift über alle Dinge, über seine Aufgabe, über sich selbst. Also der wahre Prophet wird immer zur Schrift hin zeigen. Zur Schrift. Das große Licht, das für die Welt gegeben ist, das Wort Gottes. Wenn ihr euch beruht auf das Wort Gottes, das gegeben ist zum Unterricht, sagt die Bibel, zur Ausbildung, zur Zurechtweisung und, dann kann man nicht fehlgehen. Er redete mit Autorität. Ein Prophet Gottes sagt nicht, ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Ein Prophet redet mit Autorität. Er lehrte sie mit Autorität und nicht wie die Schriftgelehrten. Also das war klar, so ist es. Es ist nicht anders, so ist es.
Menschen sagen immer, aber da muss doch noch ein anderer Weg sein oder die Möglichkeit. Jesus sagt, keiner kommt zum Vater außer durch mich. Fertig. Autorität. Ja, was von so und so? Ja, so und so ist der Gott, der dich erlösen? Nur ich kann's, denn ich bin Gott. Fertig. Naja, wenn man das nicht will, dann nagelt man ihn ans Kreuz. Aber das ändert noch immer nicht die Tatsache. Er redet mit Autorität. Wer auch immer Jesus Christus als den Sohn Gottes bestätigt, Gott wohnt in ihm und er in Gott. 1. Johannes 4, Vers 15. Dieser ganze Konzept, in Gott, Gott in dir, in Christus, Christus in dir, ist ein großartiger Konzept. Wir in Jesus Christus ist Rechtfertigung. Seine Gerechtigkeit umhüllt uns. Wir sind in Jesus Christus. Und dann Christus in uns, das ist Heiligung. Das dauert ein bisschen länger und ist ein bisschen schmerzhafter, aber ist auch gut. Deuteronomium 18, 22, das ist 5. Mose. Das, was der Prophet sagt, wie gesagt, muss wahr werden. Der Prophet, der etwas redet, was nicht wahr wird, has spoken presumptuously. Ich weiß nicht, was das in Deutsch ist. Das ist, er hat mit Übermut oder was gesprochen. Anmaßung, danke. Das ist eine Anmaßung, das ist nicht Glaube. Habe keine Furcht vor ihm. Also einen falschen Propheten, den brauchen wir nicht fürchten. Er redet eben etwas, was nicht Bibel ist. Matthäus 7, Vers 20, der gleiche Gedanke. An den Früchten werdet ihr sie erkennen. Epheser 4, Vers 8, der sagte, er ist in den Himmel aufgefahren und er hat Gefangene mit sich genommen. Da war eine erste Fruchtauferstehung und er hat Gaben gegeben den Menschen. Und diese geistlichen Gaben sind wieder der Gemeinde gegeben worden, um weiter das Wort Gottes zu verbreiten. Die prophetische Gabe ist auch unter den Gaben, die gab es schon immer. Die Gemeinde Gottes hatte immer schon Gaben. Epheser 4, Vers 11 sagt, und einige von ihnen, einige sind Apostel geworden, sind Apostel, als Apostel gewählt worden, einige als Propheten, als Evangelisten, als Pastoren und als Lehrer. Also verschiedene Aufgaben aufgeteilt unter dem Leib Christi. Ein Leib, viele Glieder an dem Leib, jedes Glied hat eine bestimmte Aufgabe. Und Gott selber wählt, wer diese Gaben bekommt, wer was tut. Wir haben später noch einen Vortrag über Zungenreden. Da werden wir sehen, dass Paulus sagt, früher seid ihr dem Geist nachgefolgt und ihr seid hingegangen, wo er euch auch geführt hat. Und die Heiden haben ja geglaubt, es gab viele Götter. Der eine war gut dafür, der andere gut dafür, der andere gut dafür. Und dann hat man eben den gefragt für das oder den gefragt für das oder den gefragt für das. Genauso wie im heiligen Kult heute, noch im Katholizismus oder in den östlichen Religionen. Man geht entweder zu dem oder zu dem oder zu dem für eine besondere Hilfe. Und Paulus macht einen Strich durch diese Rechnung und sagt, nein. Es gibt viele geistliche Gaben. Die Gabe wird von Gott gegeben hierfür, die Gabe wird von Gott gegeben hierfür, die Gabe wird von Gott gegeben hierfür. Und es ist immer derselbe Gott, der die Gaben austeilt, nach seinem Willen. Das Wort Apostel heißt, um geschickt zu werden. Also das ist einer mit einer Mission, der wird geschickt, er ist ein Ambassador, ein Botschafter Gottes. Und in der Bibel haben wir dieses Wort für die 12 Apostel, aber es wird auch gebraucht für Paulus, es wird gebraucht für Barnabas, es wird gebraucht für Apollos, Silvanus, Timotheus. Also ein Apostel waren nicht nur die 12, sondern
irgendeiner, der ganz besonders von Gott gewählt wurde, um ein Botschafter zu sein. Und dann die Führung, lass die Ältesten regieren. Also es gab ein System, es war keine Wannordnung, sondern eine Ordnung in Gottes Volk, Gottes Gemeinde. Damals, als die Israeliten aus Israel kamen, die Zelte mussten ganz genau nach einem bestimmten Plan aufgestellt werden. Das Heiligtum war genau da, alles war genau geplant. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, Gott ist ein Gott der Ordnung. Also er hat auch eine Gemeinde mit Ältesten und wenn sie das tun sollten, wenn sie Ältesten sein sollten, dann mussten sie auch Menschen sein, die dafür gerade stehen konnten. Und Gott sagt, sie sind würdig von doppelter Ehre, wenn sie, vor allem wenn sie arbeiten im Wort, und in der Doktrine 1. Timotheus 5, Vers 17. Also wichtig ist, dass Gottes Gemeinde eine Ordnung hat. Es gab Lehrer, Apollos wurde als Lehrer genannt und being fervent in spirit, also sehr arbeitslustig und willig im Geist, sprach er und lehrte. Diligently ist sehr genau, alles richtig gemacht, die Dinge vom Herrn. Und trotzdem hat er damals nur die Taufe Johannes gekannt zu diesem Zeitpunkt. Apostelgeschichte 18, Vers 25. Timotheus selber ist auch einer, der als Lehrer gewählt wurde. 1. Timotheus 4, Vers 11. Die Bibel sagt ganz eindeutig im 1. Thessaloniker 5, 20, dass wir Prophetie, also den Propheten, den müssen wir ernst nehmen. Prüfe es ganz deutlich, halte fest, was gut ist. Also, wenn ein wahrer Prophet existiert, es ist wichtig, dass wir das annehmen. Heute in vielen Gemeinschaften ist biblische Prophetie und der Prophet im Allgemeinen so, wie er hier genannt wird, nicht sehr akzeptabel. Es gibt viele Propheten heute, die wunderbare Dinge erzählen, aber ob das von Gott ist, das ist zu bezweifeln. Matthäus 24, Vers 24, es werden viele falsche Christusse kommen, viele falsche Propheten, sie werden große Zeichen und Wunder zeigen. Also wir können nicht jedem einfach vertrauen, zum Gesetz und zum Zeugnis. Es ist solche einfachen Kriterien. Das, was er sagt, ist es für die Gemeinde oder ist es für das eigene Ich und, und. Wenn es möglich wäre, würden sogar die Auserwählten verführt werden, durch was an Prophetie und an falsche Christusse kommen wird. Wenn es nicht nach dem Gesetz und nach dem Zeugnis ist, wenn sie nicht nach diesem Wort reden, dann haben sie kein Licht. Mit anderen Worten, wenn irgendwo das ganze Gesetz Gottes nicht gehorcht wird und einer steht auf und sagt, ich habe eine Prophetie, ist das ein Prophet, ja oder nein? Kann ich ein Prophet sein? Es kann nicht ein Prophet sein. Psalm 111, Vers 10, ein gutes Verständnis haben die, die deine Gebote halten. Das ist eine ganz große Aussage. Also, Verständnis ist etwas, das von Gott kommt. Da braucht man keine große Gelehrtheit, man braucht kein Universitätsstudium, man braucht nur gehorsam sein Gott gegenüber, seine Gebote halten, dann gehört man zu den Verständigen. Die Gaben des Geistes, wofür waren die da? To establish, um zu gründen, um aufzubauen. Denn ich sehne mich, dass ich euch dass eine geistliche Gabe unter euch ist, die euch bestätigt. Römer 1, Vers 11. Also Gründung, Bestätigung, das ist, wofür die geistlichen Gaben da sind. Zweitens, es ist irrevocable, kann nicht zurückgerufen werden, es ist unumkehrbar. Die Gaben des Geistes von Gott sind irrevocable. Es sind Tatsachen, man hat's. Epheser 4, Vers 11, es ist für
The perfecting of the saints, dass die Heiligen perfekt werden können, sich ausbessern können, wissen, wohin sie hingehen, für das Werk des Kirchendienstes, für die Ausbildung des Leibes Christi. Also das sind ganz wichtige Kriterien. Da ist keine Selbstlosigkeit, da ist nichts von dem eigenen Ich hier. Das ist alles für andere. Also man kommt eine Gabe von Gott. Nicht, dass das eigene Ich aufgepautscht wird, sondern dass andere dadurch belehrt werden können. Und wie lange soll das vor sich gehen, bis das alle Einheit des Glaubens haben? Welcher Glaube? Zum Gesetz und zum Zeugnis, wenn sie nicht nach diesem Wort reden, haben sie kein Licht. Also Einheit von Glaube, aber ohne Gesetz und ohne das Gesetz Gottes, ist nicht die Einheit, von der hier die Rede ist. Diese Einheit ist Einheit im wahren Glauben, so wie die Kriterien genannt wurden. Und Einheit in Erkenntnis. Es gibt nur eine Erkenntnis und das ist die biblische Erkenntnis. Die Frage war eben, glaubt man denn jedes Wort, was da steht? Das ist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist glaubwürdig. Es ist gut zu belehren, es ist gut zum Aufbauen, es ist gut zu allem. Und das brauchen wir, Einheit im Glauben. Ich frage mich immer, es gibt so viele Glaubensgemeinschaften, die glauben zum Beispiel, ich nehme mal irgendein Beispiel, sagen wir mal Taufe. Alle sagen, sie sind biblisch. Und dann nimmt man die verschiedenen Glaubensgemeinschaften und fragt, ja, wie tauft ihr denn? Ja, wir taufen kleine Kinder. Und die nächste Gemeinschaft, ja, wie tauft ihr denn? Ja, wir taufen nur Erwachsene. Und wie wird das gemacht? Die eine Gemeinschaft sagt, naja, wir tauchen 7-mal unter. Die andere Gemeinschaft sagt, ja, wir taufen nur 1-mal unter. Die andere Gemeinschaft sagt, wir sprenkeln. Die andere sagt, nein, wir gießen. Und. Man kann das studieren, da sind so viele Möglichkeiten. Einige, wenn sie Kindertaufe haben, das ganze Baby geht unter. Andere nur über dem Kopf. So viele verschiedene Art und Weisen. Und dann fragt man die Frage, was ist euer Kriterium? Da muss doch die Antwort sein, die Bibel? Und was sagt die Bibel? Die Bibel hat nur eine Taufe. Wieso sind da 20 Taufmöglichkeiten? Das gleiche hier. Wenn wir Einheit haben, dann tun wir das, was die Bibel sagt. Und fertig, dann hat man es richtig. Abendmahl, Füße waschen, wir können nennen, was wir wollen. Da sind so viele Kriterien, die stehen in der Bibel. Wenn man es tut, dann wird man groß angeguckt. Seid ihr ein bisschen bekloppt, dass ihr das alles macht? Was steht doch in der Bibel? Warum dann nicht das machen? Also Einheit im Wissen, Einheit im Glauben. Bis dass der perfekte Mensch entsteht, der in Christus fundiert ist. Nur durch sein Wort können wir das überhaupt erreichen. Und Gott hat einige über die Kirche gesetzt, erstens Aposteln, zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann Wunderzeichen, dann Heilen, dann Hilfe, dann Regierung, das heißt Struktur in der Leitung in der Kirche und dann Zungenreden. Das ist ein Thema für sich, nur interessant, dass es hier in der Liste als allerletztes ist und einige Kirchengemeinschaften sagen, das ist das allererste. Und wenn man es nicht hat, dann hat man ein Problem. Aber hier hat man ja schon sowieso ein Problem, denn nur einige haben diese Gabe und nicht alle. Also das ist ein Thema für sich. Also ganz bestimmte Ordnung haben wir hier. Epheser 4, dass wir nicht weiterhin Kinder sind, die hin und her geschmissen werden, von einer Lehre zur anderen durch den Wind getrieben werden, aber dass wir Männer werden, die genau wissen, worum es geht. Wir sollten nicht verführt werden durch die listigen Art und Weisen der anderen, die nur warten, um uns zu betrügen. Wenn wir das Wort Gottes haben, dann stehen wir fest. Die Geschichte lehrt, dass nachdem die ursprünglichen Christen bestätigt waren durch Jesus Christus, die Gemeinde gut lief, dass da dann endgültig eine Abtrünnigkeit kam, Ecclesiastical Research, Seite 51,
steht geschrieben, dass die ursprünglichen Christen, so schon nach dem 2. Jahrhundert, die erste Einfachheit verloren und die Urväter gingen ins Grab. Eine andere Religion entstand, das Gesetz Gottes wurde geändert und es würde eine Macht kommen, Daniel 7, Vers 8, das hatte Augen wie ein Mensch, sprach große Dinge, Gotteslästerung, und ich sah, das kleine Horn machte Krieg gegen die Heiligen. Wir haben ja diese Kriterien allen gesehen. Und dann, dass er auch Zeiten und Gesetz ändern würden. In einer Gemeinschaft, wo das Gesetz nicht mehr gilt, kann es da einen Propheten geben, ja oder nein? Nein, das Gesetz muss da sein. Also in der ganzen mittelalterlichen Kirche hören wir nichts von einem Propheten. Plötzlich scheint es, als ob am Anfang es gab Propheten und dann lange Zeit keine Propheten. Die Kriterien, die notwendig sind für einen Propheten, waren nicht mehr da. Das kleine Horn macht Krieg gegen die Heiligen, bis dass der Alte von Tagen saß und endgültig haben sie, die Heiligen, die neue Welt geerbt. Und die neuen Christen waren eigentlich wie die alten Heiden, sagt Centuries of Christianity. Sie waren wie die alten Heiden. Also zum Gesetz. Das Gesetz ist nicht mehr und die Propheten finden keine Visionen von dem Herrn. Das ist Klagelieder 2, Vers 9, Klagelied Lamentations. Das Gesetz ist nicht mehr. Und die Propheten, sie finden keine Visionen mehr von dem Herrn. Proverbs, Sprüche 29, Vers 18. Wo da keine Vision ist, da sterben die Leute, da perishen sie, sie gehen zugrunde. Aber er, der das Gesetz hält, glücklich ist er. Also zwei ganz wichtige Aussagen. Wenn da kein Gesetz ist, gibt es keine Prophetie. Hier, wenn da keine Vision mehr ist, dann geht das Volk zugrunde, denn Gott kommuniziert nicht mehr durch den Propheten und das Volk geht zugrunde. Am Ende ist von der Wahrheit überhaupt nichts mehr übrig. Glücklich sind die, die das Gebot, das Gesetz Gottes halten. Dann kam die Reformation. Unter den Reformatoren gab es keinen Propheten. Die Menschen wurden durch den Geist Gottes geführt. Sie haben neue Erkenntnisse in der Bibel entdeckt. Sie haben gepredigt. Das Wort Gottes wurde wieder lebendig. Aber die Kriterien für den Propheten, die waren noch nicht alle gegenwärtig. Und dann kam das Zeitalter nach 1798, wo die Prophetie wieder wichtig wurde, William Miller. Und die Bibel sagte schon, und es wird passieren danach, nach dieser schrecklichen Zeit des Trübsals, die 1260 Tage, da werde ich meinen Geist ausschütten über alles Fleisch, eure Söhne und eure Töchter werden prophezeien und eure jungen Männer werden Visionen sehen. In Joel 2, Vers 28, 31 ist diese berühmte Erscheinung, die auch durch Jesus gebraucht wurde, dass die Sonne wird ihren Glanz nicht mehr haben, es wird Dunkelheit werden, der Mond wird sein wie Blut vor dem großen und schrecklichen Tag des Herrn. Und die anderen Kriterien sagen, es kommt ein Erdbeben, dann die finstere Sonne, der Mond wie Blut und dann der große Sternenregen. Und diese Daten waren alle rund um 1798. 1755 das große Erdbeben und dann kam der dunkle Sonnentag 1780 und dann kam der Sternenregen 1833. Also gerade in dieser Richtung und 1844 endete die längste Prophezeiung, die von Daniel Kapitel 8. William Miller
entdeckte wieder die Wahrheiten in dem Buch Daniel. Es wurde wieder gepredigt über Prophetie und die Wichtigkeit der Prophetie. Und aufgrund dieser Prophetie lehrte er, dass in 1844, nachdem er die Tage ausgerechnet hatte, dass in 1844 Christus wieder auf diese Erde kommen sollte. Offenbarung 14, Vers 12 sagt etwas über die letzte Gemeinde hier auf Erden. Nach den 1260 Tagen wird der Drache verzürnt sein, wieder der Frau, die wahre Gemeinde, und er wird Krieg machen gegen die Übrigen, die da halten, die Gebote Gottes und das Zeugnis Jesu haben. In Offenbarung 14, Vers 12, gerade mitten in diesem Prozess der Dreiengelsbotschaft, steht der Text, hier ist die Geduld der Heiligen, hier sind die, die die Gebote Gottes halten und den Glauben Jesu Christi haben. Über dieses Thema haben wir ja schon einiges geredet. Also das sind wichtige Kriterien. Denn wenn die Gebote Gottes wieder gelten und Joel hat gesagt, es werden wieder Visionen sein, dann ist es ja möglich, dass die anderen Kriterien wieder erfüllt werden können. Und genau so war es. Diese ganze Geschichte rund um 1844 war da eine junge Frau, die hieß Ellen Harmon. Und sie hat fest geglaubt, dass die Lehren von der Wiederkunft Christi oder die Prophetien biblisch fundiert waren. Und sie war in dieser Bewegung drin. 1844, Oktober 22, so hatte man es ausgerechnet, die Wiederkunft kam nicht. William Miller hatte geglaubt, dass der Text und dann wird das Heiligtum gereinigt werden. Eigentlich hieß, dass die Erde gereinigt würde und das kann nur geschehen durch die Wiederkunft Christi. Aber sie hatten die Heiligtumslehre nicht verstanden. Als 1844 Jesus Christus nicht erschien, aber Menschen, die die Bibel studiert hatten und fest überzeugt waren, dass diese Prophetie und diese Leitung und Führung Gottes, die sie gespürt hatten, nicht verkehrt sein konnte, haben sie die Bibel studiert wie noch nie zuvor. Und Gott hat viele Weisheiten und Bibelerkenntnisse gegeben durch dieses Bibelstudium und endgültig auch über die Heiligtumslehre und sie haben erkannt, dass Heiligtum, Reinigung des Heiligtums geht um das himmlische Heiligtum. Da haben wir ja einen Vortrag drüber gehabt. Das ist also der antitypische Yom Kippur-Tag und eigentlich sind wir jetzt in einer Zeit des Gerichts, des Untersuchungsgerichts und nicht der Wiederkunft Christi. Über dieses Thema werde ich noch einen ganzen Vortrag geben. Der heißt die wahre Gemeinde. Zu dieser Zeit, ein junger Mulatto hatte mit dem Namen von Foy, bekam Visionen und fürchtete sich, weil er die verkehrte Farbe hatte und in diesem Zusammenhang vielleicht nicht akzeptiert würde und war nicht bereit, diese Visionen weiterzugeben. Noch ein Mann mit dem Namen Hazen Foss hatte auch eine Vision von dem Volk Gottes, das auf dem Wege ist zum himmlischen Kanaan, war auch nicht bereit, diese Botschaft weiterzugeben. Also Visionen entstanden unter dieser Bewegung, aber sie wurden nicht weiter erzählt. Das junge Mädchen Ellen Harmon, die noch sehr jung war, bekam dann auch eine Vision. Jetzt ist es wichtig, dass wir genau verstehen, wie und was mit diesen Visionen eigentlich am Gange war. Und wir müssen das genau durchstudieren, um festzustellen, haben wir es hier mit einer wahren Prophetie zu tun, einer wahren Vision, oder haben wir es mit einer falschen Vision zu tun? Denn zu dieser Zeit, 1844, plötzlich erschienen da viele Bewegungen, und viele neue Gruppen mit Propheten. Die ganze Mormonenbewegung unter Joseph Smith ist entstanden und er hatte ja Visionen
wo der Schädel aufging und ein neues Wort wurde hineingeschüttet und der Schädel ging wieder zu und die ganze Mormonenbewegung entstand dadurch. Die Mormonen sagen auch, wir haben Mutter Eva zu danken für die Sünde, denn dadurch können wir Götter werden. Naja, das ist schon mal nicht eine biblische Lehre und ein anderes Wort, das ihm hier eingegeben wurde, das ist nicht im Einklang mit der Bibel und der Bibel alleine. Dann gab es die Shakers und dann gab es Anne Lee, sie behauptete, sie sei Jesus Christus als Frau zurückgekommen. Das ist auch wiederum nicht eine biblische Lehre. Und so gab es einen Prophet nach dem anderen. Die ganzen Fox-Sister-Geschichten, der Spiritismus, die Vorbewegungen von der New Age-Bewegung, die ersten Meister fingen an zu reden mit den Völkern. Und zwischen allen diesen ein junges Mädchen mit dem Namen Ellen Harmon, die auch Visionen bekam, aber Visionen über den Zustand der Situation damals und der Bibel. Sie schreibt in einem Brief 1800, was ist das Datum dann? Ja, ist auch nicht wichtig. Nachdem ich die Vision von Gott bekam, fragte er mich, um diese Botschaft weiterzugeben. Aber ich schrank zurück, ich wehrte mich dagegen, ich war jung und ich dachte, keiner würde es von mir annehmen. Also wiederum das gleiche Ereignis hier. Der Herr hat mir eine Botschaft gegeben für sein Volk, sagt Hazen Voss zu ihr, und ich habe es nicht weitergegeben, denn ich fürchtete mich vor den Konsequenzen. Hazen Voss, der auch diese Botschaft, die gleiche Vision empfangen hatte, und vorher hatte sie auch schon vorher empfangen, Hazen Voss in großem Detail weigerte sich, und dann war er bei einer Versammlung und hier steht dieses junge Mädchen auf und gibt diese Vision weiter. Und danach geht er zu ihr und sagt, ich habe auch diese Botschaft bekommen, aber ich habe mich gefürchtet für die Konsequenzen. Ich habe gehört, wie du geredet hast gestern Abend mit dieser Vision und der Herr hat sie weggenommen von mir und hat sie dir gegeben. Musst nicht ungehorsam sein Gott gegenüber, denn du tust es zum Verlust deiner eigenen Seele. Und dann sagt er, ich bin ein verlorener Mann, Gott hat dich gewählt, um diese Botschaft weiterzugeben. Es ist notwendig, dass wir hier studieren, wenn man glaubt, wie viele Tausende, Millionen Menschen hinter Propheten hergegangen sind in den letzten Jahren seit 1844, dann ist es wichtig, dass wir wissen, wo wir hier dran sind oder nicht. Sei faithful, sei, was ist das wieder? Treu, danke. Und tue dein Werk. Und die Krone, die ich einst hätte haben können, wirst du empfangen. So schreibt Ellen White in einem Brief 1890. Sie wurde geboren in Main 1827 und sie starb im Jahre 1915. In dieser Zeit ist aufgerichtet worden eine weltweite Gemeinschaft und wir wollen wissen, ob es überhaupt biblisch ist, dass so etwas geschehen soll, dass da eine prophetische Bewegung sein muss an dem Ende der Zeit. Der Drache war verzürnt wieder der Frau, Offenbarung 12, Vers 17. Und er ging, um Krieg zu machen gegen die übrigen, die da halten, die Gebote Gottes und das Zeugnis Jesu haben. Und dann wollen wir mal die Bibel fragen, was sind die Kriterien? Sie halten also die Gebote Gottes, das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Jedes Gebot, die 10 Gebote, so wie sie in der Bibel stehen, ungeändert, straucheln nicht an einem Punkt, alle 10 müssen da sein. Der Drache ist verzürnt wieder die Frau, er hasst sie, er hasst es, wenn jemand die Wahrheit hat. Und das Zeugnis Jesu, das wird definiert auch in dem Buch Offenbarung, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Jetzt diesen Geist der Weissagung, der Prophetie, war immer ein Geschenk an Gottes Volk.
Und der Geist der Weissagung existierte, wo die Kriterien gehalten werden konnten. Und die Bibel sagt im Korinther 1, Vers 7, und so kommt ihr in keiner Gabe zurück, derweil ihr wartet auf das Kommen Jesu Christi. Also die letzte Gemeinde nach 1798, sie halten die Gebote Gottes, sie haben das Zeugnis Jesu, was der Geist der Weissagung ist, also die prophetische Gabe ist wieder da. Sie kommen zurück in keiner geistlichen Gabe. Das heißt, alle geistlichen Gaben sind gegenwärtig und die Gabe der Prophetie ist auch wiederum gegenwärtig. Jetzt die Geschichte von diesem Mädchen ist ganz sonderlich. Als sie noch ganz klein war, da hat eine Schulfreundin, die an diesem Tag ein bisschen verzürnt war, einen Stein geschmissen und dieser Stein hat Ellen Harmon getroffen ins Gesicht und hat ihr den vorderen Teil des Gesichtes zerdrückt und sie wäre fast dran gestorben. Man hat geglaubt, dass sie nicht wieder lebt und danach konnte sie keine Schulung weitermachen. Sie hat also nur für eine ganz kurze Zeit, bis zum 12. Lebensjahr, hat sie offiziell Schule gehabt. Sie war leicht behindert, sie konnte nicht mehr schreiben, aber sie war geistlich hell, aber konnte nicht lernen und konnte auch, weil sie behindert war, nicht schreiben mit der Hand. Und in diesem Zustand war sie oft sehr, sehr krank. Sie hatte viele Krankheiten. Sie war sehr schwach. Sie wog sehr wenig. Sie war sehr dünn und sie bekam leicht Lungenerkrankungen. Aber als die Botschaft von William Miller über die Wiederkunft Christi, als die gepredigt wurde, war sie begeistert. Und als junges Mädchen ist sie überall hin, wo da Predigten waren über dieses Thema. William Miller hat sie begeistert mit seinen Auslegungen von der Prophetie. Und sie hat selber auch studiert, das Wort Gottes. Und die Frage ist, ist es überhaupt möglich, dass Gott eine Frau wählen würde als Prophetin? Im 2. Könige 22, Vers 14 haben wir eine nicht kanonitische Prophetin, das heißt, sie ist nicht im Kanon aufgenommen, sie ist nicht in der Bibel das, was sie geschrieben hat. Das war die Prophetin Hulda, die das Volk unterrichtete. In Lukas 2, Vers 36 hatten wir die Prophetin Anna. In Apostelgeschichte 21, Vers 8 und 9 haben wir die vier Töchter von Philippus, dem Evangelisten. Das waren Propheten und sie führten das Volk Gottes und sie hatten alle die Kriterien, sonst könnten sie nicht Propheten sein. Jetzt müssen wir die Frage fragen, ob diese Frau, Ellen Harmon, die nachher Ellen White wurde, hatte sie alle Kriterien, ja oder nein? Ich möchte ja nicht etwas lesen, was von einem falschen Propheten ist. Hat sie die Menschen zur Bibel geführt? Sagte sie, die Bibel und die Bibel allein hat das Licht. Sie schreibt in dem Buch Colporteur Ministry, Seite 125, dass da zu wenig Acht gegeben wird auf die Bibel, die der Herr uns gegeben hat. Der Herr hat uns ein kleines Licht gegeben, diese prophetische Gabe, und die sollen Menschen zum größeren Licht führen. Und das ist die Bibel. Also nie, nie hat sie behauptet, dass das, was sie sagt, die Bibel ersetzt, sondern die Bibel erläutert. Die Bibel erklärt. Sie schreibt, Brüder, haltet fest an eure Bibel, so wie sie liest. So wie es da steht, so ist es. Und hör auf mit eurer Kritik über die Wahrhaftigkeit der Bibel. Und gehorche dem Wort und keiner wird verloren gehen. Die anderen Propheten, zum Beispiel Christian Science Prophetinnen, die hatten auch die Bibel als ihr Wort, aber mit einer sonderlichen Auslegung. Also hier, naja, das war verkehrt übersetzt, das heißt eigentlich so, und hier, naja, das machen wir lieber so, und dann hat man ein ganz anderes Evangelium. Ellen White schreibt, nehmt eure Bibel so, wie sie liest, hör auf mit eurer Kritik, so ist es,
verfolgt ist und keiner wird verloren gehen. Sie sagt, man braucht das kleine Licht nicht, wenn Menschen die Bibel richtig verstanden hätten. Also das Vergrößerungsglas durch ihre Prophetien ist immer bibelgerichtet. Ich könnte ein Zitat nach dem anderen auf die Leinwand schmeißen. Hat sie mit Autorität gesprochen? Mein Werk hat so viele Richtungen, Linien gehabt, dass ich mich nicht anders nennen kann als einen Botschafter, geschickt, um eine bestimmte Botschaft von dem Herrn an sein Volk, ganz wichtig, zu bringen. Zu sein Volk. Und and to take up work in any line that he points out. Und das so zu steuern, dass es nach seinem Willen geschieht. Hat sie Jesus Christus als den einzigsten Erlöser erhoben, wie keine andere Person in dieser Welt. Eine Frau, die fast keine Schulung hatte, eine Frau, die nicht erst schreiben konnte. Gott sagt zu ihr, schreibe, was ich dir zeige. Schreibe es auf. Und sie nahm den Stift und fing an mit zitternder Hand und schrieb und schrieb und schrieb mehr als irgendeine Frau in der bekannten Geschichte der Menschheit. Und ihre Bücher werden gelesen überall in der ganzen Welt. Die größten Evangelisten der Welt haben ihre Bücher auf den Regalen, weigern aber, um sie öffentlich zu zitieren. Das Buch Das Leben Jesu, The Desire of Ages, welch ein christozentrisches Buch. Es nimmt einen durch das Leben Jesu Christi mit Bibel in der Hand und wenn man da fertig ist, dann lebt die Bibel. Das Buch führt nur zur Bibel, aber man sieht Jesus Christus so, wie er war, was er für dich getan hat. Früher, als ich die Bibel zum ersten Mal anfing zu studieren und wusste, dass es Wahrheit war, ich hatte viel theoretisches Wissen. Aber Jesus Christus war für mich abstrakt. Wer war er? Was willst du mit mir tun? Das Buch habe ich gelesen. Und das Buch hat mir gezeigt, wer und was Jesus wirklich ist. Und wenn man das Buch liest, dann wird man immer kleiner und kleiner und er wird größer und größer. Ein größeres, mächtigeres, besseres Buch über das Leben Jesu gibt es nirgends in der Welt. Ein Band nach dem anderen erscheint aus ihrer Hand. Jesus Christus, die Gleichnisse, genau nach Bibel. Das Leben Jesus, Weg zu Jesus, Gedanken vom Berg der Seligkeit, ich weiß nicht, wie es in Deutsch heißt. Okay, alles Bücher nur über Jesus Christus und seine Rolle. Und jedes von ihnen führt zur Bibel, zum Wort Gottes und zum Wort Gottes alleine. Sind ihre Vorhersagen wahr geworden? Ja oder nein? Sie schrieb in dem Buch Evangelism 1902, dass die Städte San Francisco und Oakland wie Sodom und Gomorra geworden sind und Gott wird ein Erdbeben kommen lassen. Aufgrund dieser Warnung sind die, die gehorcht haben, rausgekommen und 4 Jahre später kam das Erdbeben. Jetzt kann man sagen, das ist Zufall. Gut, das kann man sagen. Sie hat vorhergesagt, was passieren würde unter den Nationen, dass bald wird großes Trübsal kommen zwischen den Nationen und das wird nicht aufhören bis zur Wiederkunft Christi. Sie hat alle diese Dinge vorhergesagt. Aber was mich überzeugt hat als Wissenschaftler, ich war ja so skeptisch, ich wollte ja nichts wissen von diesem Geist der Weissagung. Wenn ihr wüsstet, wie ich war über dieses Thema, ihr würdet staunen. Die kamen zu uns zum Essen, diese komischen Leute und ich habe ihnen das Fleisch in der Pfanne gezeigt und gesagt, das ist Essen, was ihr da esst, das ist ja ein Kohl. Und dann kamen sie mit hier, diesem, ich sage, was soll ich denn damit? Mein gesunder Verstand sagt mir was ganz anderes. Und dann habe ich erst dieses Buch, Das Leben Jesu gelesen
Und dann fing ich an, diese Dinge zu lesen. Und ich dachte, das gibt's doch nicht. Ist doch nicht möglich. Da standen so viele Dinge drin über Gesundheit, die konnte ja fast kein Mensch glauben. Schon früh in den 19. Jahrhunderten, 1900ern, schrieb hier Natural Food and Farming, wird da geschrieben, Ellen G. White, ihre Geschriften werden zitiert überall und sie gibt Auskunft über gesunde Ernährung und über den ganzen Körper. Jetzt, diese Frau hat überhaupt keine Ausbildung in diesbezüglich. Sie schreibt über was passieren sollte, Review and Herald Magazine. Man kann vielleicht versuchen zu erklären, was sie vorhergesagt hat, dass sie vielleicht ihre Gedanken irgendwo anders geliehen hat und. Viele Theorien über, wie sie alle diese Dinge kennen konnte. In Spiritual Gifts schreibt sie, dass Tabak ist ein Gift von einer ganz bestimmten hinterlistigen Art und sehr gefährlich. Es ist gerade ebenso gefährlich, weil es der Effekt so langsam auf das System ist und man es am Anfang gar nicht merkt. Jetzt zu dieser Zeit haben Ärzte das Rauchen vorgeschrieben für Lungenprobleme. Leute, die Asthma haben, sie haben gesagt, die Lunge könnte dadurch gestärkt werden. Hier kommt eine Person, sagt genau das Gegenteil. Man muss es auch im Zeitrahmen damals sehen. Heute wissen wir genau, dass sie recht hatte und dass die anderen alle verkehrt waren. So sieht eine Lunge aus, wenn man geraucht hat. Ich habe 40 Zigaretten am Tag geraucht, so doof war ich. Leute essen Fleisch, das gefüllt ist mit Tuberkulose und krebswirkenden Germs, das sind Bakterien. Tuberkulose, Krebs, andere Krankheiten werden so kommuniziert. Lächerlich hat man noch vor ein paar Jahren gesagt. Heute sagt keiner mehr, das ist lächerlich. Das ist Tatsache, wissenschaftliche Tatsache. Sie schreibt, Zucker clogs, verstopft das System und bewirkt, dass der Körper nicht richtig funktioniert. Sie sagt, die Kombination Zucker und Milch ist vor allem schädlich. Solche Aussagen, kein Beweis, nichts, lächerlich. Und dann fing ich an, meine eigene Forschung zu machen über dieses Thema. Und heute, meine Studenten sagen, was ist die Antwort? Und ich gebe ihnen die Antwort voraus. Wo kriege ich sie her? Hierher. Und dann sagen sie, nie, wird nicht passieren. Ich sage, tu es, pass auf. Sie hassen es schon, weil es ist genau das Gegenteil, so wie sie leben. Die Kaninchen, die gebraucht werden, die kriegen Namen. Die, die das Schlechte bekommen, nach meiner Ansicht, heißen Liebchen und Zuckerblume und Rosentopf und wie sie auch alle heißen. Und die, die das Gesunde bekommen, nach meiner Ansicht, heißen Fight 1, Fight 2, Fight 3, Fight 4, Fight 5. Ja, es war, das ist die reine Wahrheit. Ich sage Ihnen, komm, wir machen mal so ein Experiment. Heute wird ja vieles getrunken, Kakao, oder warme Schokolade, vor dem man schlafen geht, Milch mit Zucker, irgendwie so viele Getränke. Schokolade, das ist Milch mit Zuckerkombination. Das ist schlecht. Früher haben sie Schokolade auf den Booten gesetzt, die Rettungsboote, damit die Leute Energie bekommen, damit sie nicht krepieren, wenn sie auf den Booten sind, denn das macht stark. Hier steht genau das Gegenteil. Und als ich das Gesundheitsbuch von mir schrieb, und ich hatte nicht genug über dieses Thema, da habe ich gesagt, Herr, zeig mir in der Wissenschaft, wo und was hier mit diesem System etwas zu tun hat. Und direkt an dem Tag kriege ich einen Anruf, muss kommen, mit meinen Studenten, da ist ein Wissenschaftler, der hat einen Vortrag über irgendeinen Ernährungsaspekt. Und der hatte Experimente gemacht für eine Schokoladenfirma. Und da habe ich schon mal aufgehört. Ich wollte gar nicht hin, ich habe mich noch geärgert. Das nimmt ja meine Zeit, meine Studenten, ich wollte mich meine Klasse nicht preisgeben. Aber naja, ich schuldete dieser anderen Person einen Gefallen, da bin ich also hin mit meinen Studenten. Habe noch gemeckert, typisch, immer. Und dann fängt er an und sagt, ich musste ein Experiment machen und ich habe das so gemacht.
Ich habe erstmal den Zuckerkomponent einigen Versuchskaninchen, das sind jetzt Personen gewesen, Studenten tun irgendwas für Geld, denen das gegeben und dann habe ich alle Blutwerte gemessen. Unter anderem Triglyceride, Cholesterin und. Alle möglichen. Nach dem Getränk, Zuckergetränk hoch ging der Blutzucker und dann runter kam er und dann waren die Personen hypoglykämisch, was nicht sehr gut ist. Aber was mich erstaunte, wo ich staunte, sagte, ist, dass die Triglyceride anstiegen, nur nach dem Zuckergetränk. Stiegen die Triglyceride und die Werte für Cholesterin änderten sich, gingen hoch und HDL, LDL war ungünstig. Also, das war, als ob das System, das Blut dicker wurde durch die Triglyceride, es war verstopft. Interessant. Und dann, sagt er, habe ich Ihnen gegeben, die Milch, den Milchkomponent, und dann hat er all die grafischen vor, das ist veröffentlicht worden in medizinischen, wissenschaftlichen Zeitschriften. Und dann hat er gesagt, dann habe ich diese Milchkomponent gegeben, hoch ging die Triglyceride, ich habe es ja auch erwartet, da sind ja Triglyceride drin, Zucker ging auch ein bisschen hoch, war nicht ganz so schlimm wie das erste, aber auch da. Im ersten Fall ging es hoch, blieb da für ungefähr 3 oder 4 Stunden, dann kam es wieder runter. Und im zweiten Fall auch die Triglyceride hoch und kam wieder runter nach 3 Stunden. Dann gab ich die Kombination, so wie es in der Schokolade ist. Nie wieder werde ich Geld bekommen von einer Schokoladenfirma, hat er noch gesagt, für Forschung. Denn nicht nur ging es hoch, sondern es ging mehr wie doppelt so hoch. Zucker ging hoch, Insulin ging hoch, Triglyceride ging hoch, LDH, HDL, alles. Ging schief, nicht LDH, LDL und HDL, Cholesterinspiegel änderte sich, ganz schlimm. Und dann, es kam nicht wieder runter, es blieb da oben, stundenlang, bei einigen Studenten 10 Stunden lang, dann kam es langsam runter. Die beste Medizin für einen Herzinfarkt ist eine Tafel Schokolade und ein heißes Zuckermilchgetränk, vor dem man schlafen geht. Über 150 Jahre her, hat eine kleine alte Frau das schon geschrieben und kein Mensch konnte es glauben. Und jedes ihrer wissenschaftlichen Aussagen über was im Körper passiert, ist wahr geworden, ist bestätigt durch die jetzige Wissenschaft. Also, ist das, was sie vorhergesagt hat, wahr geworden? Ja oder nein? Sie hat vorhergesagt, dass am Ende der Zeit, kurz vor der Wiederkunft, wird es nicht mehr möglich sein, um von tierischen Produkten sich zu ernähren, denn sie werden sehr krank sein. Ich lade euch ein zu einem Vortrag, tierische Produkte im 20. Jahrhundert, pure Wissenschaft, keine Religion, kommt bald. To this theater, coming soon. Dieser Geist der Weissagung 1844, 1915. Das Gesetz Gottes wurde wieder entdeckt, die Kriterien waren wieder da. Und jetzt der springende Punkt. Es gibt noch ein Kriterium, das habe ich zurückgehalten, so für eine kleine Cherry on top. Physical signs associated with the true prophet. Die Bibel hat Kriterien über den physischen Zustand eines Propheten in Vision. In Nummer 24, Vers 4, ich habe verschiedene Übersetzungen. Hier muss man ganz vorsichtig sein. Wenn der Gegner etwas hasst, dann ist er die Information über das kleine Horn und die Information über den wahren Propheten. Denn das möchte er ja gerne verbirgen. Also bitte nicht den wahren Propheten akzeptieren und bitte nicht einsehen, wer das kleine Horn ist. Also einige Bibeln, modernere Übersetzungen, vor allem, wenn sie angehaucht sind durch diesen ökumenischen Geist, verändern den Text, sodass man es nicht sieht. Daniel 8 wird verändert, sodass das kleine Horn plötzlich aus Griechenland kommt und nicht mehr aus dem Vierten Reich. Und dann wird die Grammatik wird total vergewaltigt, um das überhaupt hinzukriegen. Diese Texte hier werden verändert oder
Einige Texte werden ganz weggelassen in einigen Bibeln. Die neuen Zusammenfassungen von der Guten Nachricht Bibel, viele von diesen lassen einfach das ganze Kapitel 10 in Daniel einfach aus. Oder sie ändern es total. Ich habe schon viele Übersetzungen diesbezüglich gesehen. Also die alte King James Version, die ist ziemlich akkurat, die neue King James Version auch, die NIV, das ist schon wie die moderneren Luther-Übersetzungen, da wird es schon manchmal wackelig. Hier steht geschrieben, er sagte, der die Worte Gottes hört, der die Vision vom Allmächtigen kommt, er fällt in einen, er kommt in einen Trance hinein, also hier, der die Vision sieht, er fällt. In a trance ist hier dazugegeben, darum ist es kursiv gedruckt, also er fällt, sagt der Text wirklich, und er hat die Augen offen. Das in a trance, so vergeistert, ist dazugegeben. Das geben sie also zu, ist nicht im Ursprünglichen. Hier haben sie es jetzt wortwörtlich, so wie im alten Dokumenten übersetzt, New King James Version, also derjenige, der das Wort Gottes hört, der die Vision vom Allmächtigen bekommt, er fällt hin und er hat die Augen weit offen. Die Augen sind weit offen. Das ist ein wichtiges Kriterium. Die NIV ändert es schon. Er fällt hin und er bekommt die Augen geöffnet. Das ist schon was anderes. Der Urtext sagt, die Augen sind offen, weit offen. Nicht, sie werden ihm geöffnet. Das könnte vergeistlicht werden. Der Urtext sagt, die Augen sind weit offen. Der wahre Prophet hat offene Augen während einer Vision. Daniel 10, Vers 17 und 18. Denn wie kann dieser Herr, wie kann ich, dieser Diener des Herrn, reden mit dir, mein Herrn? Denn ich habe keine Kraft in mir. Der ist ja hingefallen. Er hat ja keine Kraft mehr, kann also nicht erst mehr aufrecht stehen. Und da ist kein Odem übrig in mir, kein Atem. Also Daniel 10, Vers 17 und 18, der Prophet hat keinen Atem. Und dann kam derjenige, der mit mir sprach, rührte mich an und sofort hatte ich Kraft. Also die Kriterien sind, er hat die Augen offen, wenn er die Vision hat, fällt er hin. Die Augen sind weit offen, er hat kein Odem. Und er wird aufgerichtet danach. New King James Version sagt, ich habe keine Kraft in mir und da ist kein Atem in mir. Und dann kam einer und er richtete mich auf. Er bekommt also neue Kraft. Die NIV wiederum verändert es und sagt, ich kann fast nicht atmen. Das ist nicht wahr. Der Urtext sagt kein Odem. Also vorsichtig, geht zu den Urtexten und macht sicher, dass ihr es richtig habt. Ellen G. White, wenn sie eine Vision bekam, wie war die Vision? Falsche Propheten, ich könnte euch viele Dias zeigen, bekommen eine Vision, sie fallen um. Normalerweise ist einer hinten, der sie fangen müssen, sonst hauen sie sich den Kopf kaputt. Dann werden sie hingelegt und dann die Augen sind zu und dann haben sie eine Vision. Aber sie atmen alle weiter. Satan kann nämlich nicht Leben schenken. Ellen G. White, wenn sie eine Vision bekam, am Anfang hat Gott dafür gesorgt, dass die Vision vor Hunderten und vor Skeptikern geschah. Sie fiel hin, ganz sanft. Sie fiel hin und dann, die Augen waren offen und dann stand sie auf. Mit einer anderen Kraft, nicht ihre eigene Kraft. Die Augen waren weit offen und sie atmete überhaupt nicht. Es waren Mediziner gegenwärtig, die wurden nach vorne gerufen. Sie haben sie untersucht, da war kein Atem in ihr, stundenlang. Ein Atem, einen ganzen Nachmittag, einen ganzen Tag, kein Atem. Augen waren weit offen.
Nur ein Prophet Gottes kann das, diese physischen Ereignisse haben. Sie hatte eine übernatürliche Kraft. Sie konnte eine große Bibel als kleine, schwache Frau hochhalten, stundenlang. In einem Fall einen ganzen Nachmittag stand sie mit der schweren Bibel und zeigte einen Text nach dem anderen und blätterte, ohne zu gucken, mit den Augen weit offen. Man hat untersucht, sind es die Texte, sind es nicht die Texte, es waren die Texte. Es gibt medizinische Aussagen über, ob sie geatmet hat oder nicht. Sie haben Flammen vor ihren Mund gehalten, sie hat nicht mit der Wimper gezuckt, nicht ein einziges Mal. Die physischen Eigenschaften des wahren Propheten gingen alle in Erfüllung in Ellen White. Und in keinem anderen Propheten ist es möglich. Nur, wenn es von Gott gegeben ist. Denn nur er hat Leben. Mit anderen Worten, wenn wir das ein bisschen schärfer stellen, der wahre Prophet, die Botschaft muss in Harmonie sein mit dem Wort und mit dem Gesetz Gottes. Ellen G. White, trifft das zu? Ja. Nicht eine einzige Aussage werden wir finden, die nicht in Harmonie mit dem Wort Gottes ist und die nicht zum Gesetz Gottes hinführt. Kamen ihre Voraussagen wahr, ja oder nein? Ja. Jeremia 28, Vers 9 wird total bestätigt, die Prophetie wird wahr. Hat sie die Gemeinde aufgebaut? Ja, es war für die Gemeinde. Hat sie Christus als Sohn Gottes aufgebaut? Ja, naja, ja, sie hat. Hat sie mit Autorität gesprochen? Ja. Waren da gute Früchte? Überall in der Welt. Durch ihre Aussagen sind da Hospitäler, Missionen, Organisationen, die Hilfe bringen, weltweite Organisationen. Und die physischen Zeichen, hat sie alle Kraft verloren? Ja, sie fiel hin ohne Kraft. Ist sie gestärkt worden, durch Gott? Diese kleine, schwache Frau, wenn sie aufstand nach der Vision, hatte sie übernatürliche Kraft. Menschen, große Männer, wurden nach vorne gerufen und es wurde ihnen gesagt, nachdem sie skeptisch waren, beweg ihre Hände. Sie haben versucht, die Hände zu bewegen, sie konnten nicht. Halte sie auf, wenn sie redet. Sie hat mit Bewegungen erklärt und gesagt, man konnte sie nicht aufhalten. Sie konnten nicht einen einzigen Finger aufheben. Sie haben versucht und hatten Angst, dass sie den Finger abbrechen. Sie konnten ihn nicht bewegen. Wenn Gott Kraft gibt, gibt er übernatürliche Kraft. Waren ihre Augen weit offen? Ja, sie waren weit offen. Sie hat stundenlang nicht gezuckt mit den Wimpern und sie hat nicht ein einziges Mal geatmet und da war kein Atem in ihr während der ganzen Zeit der Vision. Ihre Geschriften können geprüft werden, sie können gelesen werden. Ich habe noch nie gefunden, dass sie herabreißen, sie bauen nur auf. Genau wie die Bibel missbraucht wird, um falsche Lehren zu verkündigen, so können die auch gebraucht werden, wenn man aus dem Kontext heraus zitiert. Aber diese Bücher enthalten Lehren und Zurechtweisungen, die einen immer wieder zurückbringen kann zur Bibel. Was von den Früchten? Wie gesagt, sie war eine Familie, hatte eine Familie, eine normale Familie. Als ihr Mann starb, führte sie das Werk weiter, überall wo sie war. Gründet sie Organisationen, die Hilfe bringen sollten, Gesundheitsorganisationen. Und das Wort Gottes wurde wieder bestätigt. Die Lehren der Bibel wurden angehoben. Missionsarbeit weltweit aufgrund von Aussagen durch diese Frau. Das ganze Gesundheitswerk weltweit bekannt. Und sie starb als alte Frau, sie liegt heute neben ihrem Mann. Und The New York Independent, August 23, 1915, schrieb über diese Frau. She showed no spiritual pride. Sie zeigte keinen
geistlichen Stolz. She sought no filthy lucre. Sie hat nichts gesucht, was beschmutzen konnte. She lived the life and did the work of a worthy prophetess. Sie lebte ein Leben und tat das Werk einer würdigen Prophetin. The most admirable of the American succession, die hervorragendste von all den amerikanischen. Was mit den anderen manchmal passiert ist, das war verheerend. Aber sie war einfach, sie war schlicht, sie redete über das Wort Gottes und sie erfüllt alle biblischen Kriterien, jedes einzelne. Wenn das dann nicht ein wahrer Prophet ist, dann ist da etwas in dieser ganzen Aussage verkehrt. Ich glaube, dass Ellen G. White eine Prophetin Gottes war und dass wir gut dran wären, wenn wir ihre Schriften lesen würden. So etwas ganz interessant, nur so nebenbei gesagt. Die falschen Propheten, die werden immer gen Himmel gehoben. Lies mal das, lies mal dies. Komm, wir studieren, was dieser sagt und jener sagt. Was haben sie denn alles zu sagen? Und dann wird studiert und studiert und studiert. Ellen G. White, ich höre immer nur das Gegenteil. Ich höre immer nur meckern und meckern und das will ich nicht hören und dies will ich nicht lesen und lass mich in Ruhe damit. Mit irgendwas anderem, hast du mal gesehen, was Nostradamus, die sagt, lass mal sehen. Schon immer war es so gewesen. Was die wahren Propheten sagen, ist nie akzeptabel. Als ich gerade noch so im Staunen oder im Zweifel war, als ich so auf dem Rande saß, ich wollte ja auch nichts damit zu tun haben, da bekam ich einen Anruf von einer Person, einem früheren Kollegen von mir, der hörte, dass ich meine Richtung so änderte und was auch immer. Und der war so wütend mit mir, weil ich das tat. Und dann bekam ich diesen Anruf und er sagte zu mir, und dann ist da auch noch dieses kleptomanische Weib Ellen G. White. Und das wirst du wahrscheinlich auch noch lesen. Und ich hatte noch gedacht, das lese ich nie. Und dann habe ich zu ihm gesagt, danke, mein Freund, und habe das Telefon hingelegt. Und er hat gesagt, wenn einer so böse ist und so unwillig ist, dass man das mal studiert, obwohl ich noch nie was von Nostradamus oder das oder das oder das gehört habe, vielleicht ist es doch die Mühe wert, um es zu studieren. Ich habe es noch nie bereut. Und ich wünsche euch allen, dass ihr auch ein gutes Verständnis von der Bibel bekommt. Wenn man diese Worte dazu studiert, sie führen einen zur Bibel, sie bauen auf. Es sind, glaube ich, die Worte Gottes. Amen.